taste of comes on the streets. If you love cars, this is where it all starts. In the empty parking area and on the city streets where you race your mate in stoplights. We do this in the very first cars we own, or the ones we saved up for later. Then we fiddled with the engines and the suspension until they went faster, and added stripes and stickers so they looked faster too. It's the same around the world. Whether it's on Japanese mountain roads, on Britain's back lanes, or America's superhighways. We're talking about affordable heroes. Cars that bring performance to the people. You designed yourself. They aren't the most expensive, and they won't win every drag race. But they all prove one thing. You don't need $1 million to have a car with a big heart. Besteht aus drei Serien. Sie bestimmen, welches Auto Sie jeweils verwenden möchten. Okay. Sie befinden sich nun in der Herausforderer. Stellt eine Herausforderung für einen anderen Aspekt Ihres Wagens, aber auch für Ihr Können als Fahrer. Weiter geht's zur Auswahl Ihres Wagens. Okay. Jede Klasse besteht aus einer Wagengruppe einer bestimmten Autosubkultur. Wählen Sie eine der markierten Klassen, um ein Auto aus der Klassenliste auszuwählen. These are cars that pack big performance into a compact space, and they come from all over the world. Often they're the fastest versions of a particular model, and they squeeze every last drop of power from mass production engines. They also have. Ja, gut. Ich habe jetzt eigentlich keine Lust, das TV anzuhören. Ah, okay. Und was kosten die mich hier? Oh, wie viel habe ich? 54. Das wäre also der einzige, den ich mir leisten könnte. Ja, das können wir uns eigentlich gar nichts weiter anschauen, aber wir gucken jetzt nochmal wegen so die Autos durch. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir einen Audi, einen deutschen Audi, natürlich. Ewig teuer, ist ja klar. Hier haben wir einen Seat, einen Audi, Audi. BMW. Dann haben wir hier einen BMW, hier nochmal einen BMW. S-Drive, schönes Auto. Ford Focus RS. Okay. Focus ST RS. Also wenn ich jetzt hier richtig bin, RS müsste ja Rally Car sein. Ah, es gibt aber auch mit dem DLC, sehe ich gerade. Dann ST müsste für Straßenrennen sein. RS. War das denn mal so? Ah, wir verwechseln schon wieder mit der Crew, das ist ja... Audi. Oh, Mini gibt's auch. Naja, Mitsubishi, wundert mich eigentlich nicht, aber Nissan gibt's auch. Ist auch eigentlich ein schönes Auto. Hier Pontix, das sagt mir gar nichts, die Marke Renault. Das sagt mir natürlich was. Subaru, das sagt mir auch was, klar. Der Schwester Marke sagt mir gar nichts, Vauxhall. Ne, das sind auch so Autos, die sieht man bei uns nicht. Ne? Das ist so Vauxhall, das ist eine Marke, die kommt aus England. Ne? Noch nie mein Leben gesehen. Ja, Alex. Ja, das sieht schon nach enger, schwinglichere Autos hier aus. So, hier haben wir nämlich den Focus RS. Nö, danke. Honda, das ist ein Chinese. Nö, danke. Volkswagen, ich will kein VW fahren. Oh mein Gott. Jetzt macht euch aber peinlich. Naja, Ford. Ja, Mann, mit dem fahren wir. Der ist sogar immer, der ist immer so schlecht, ey. Naja, okay, gut. Honda. Jetzt sind wir natürlich wieder in der Honda-Abteilung. Und Klasse D geht anscheinend bis 400, wenn ich das sehe. Naja, gucken wir hier mal die hier an. Ja, die Klassiker, ich weiß. Sind natürlich, naja, ja, ups, ich möchte mal auf Rally Day. So, was haben wir denn hier? Subaru, Audi. Schönes Auto. Kann ich mir nicht kaufen. Super. Wieso sind die deutschen Autos so teuer? Ich möchte keinen Chinesen fahren. Es ist schön, wenn die Chinesen so billig sind, aber ich will einen deutschen Audi.
ich möchte irgendwas Deutsches, ein Audi, ein BMW oder wenn es sogar hier VW ist, aber schau mal, wie teuer der eigentlich ist. Deutsch teuer, ich hab doch irgendwie was. Kings ist mir klar. Ich suche mir ein deutsches Auto, was ich mir. So, das hier drin habe ich jetzt alles gesehen, ist alles Japan. Außer zwei, drei Fahrzeuge aus England. Sport. Ja, ne? Was wir haben. So, da waren wir natürlich jetzt auch schon drin. So, ist hier ein deutsches Auto? Nee. Kann nicht einfach mal so ein deutsches Auto dabei sein, was halbwegs cool ausschaut, eine halbwegs coole Leistung hat. Wieso gibt man bei deutschen Autos eigentlich immer nur so diese alten, uralten Klapper kann? Wieso kann man sich nicht mal hier so ein BMW gönnen? So ein BMW, das wär's doch. Wenn ich mir wahrscheinlich hier den Lotus holen, das ist jetzt zwar nicht so ein schönes Auto, obwohl schön ist es natürlich schon. Naja, gucken wir mal hier, so Geschwindigkeit ist ja nicht schlecht und so. Ja, holen wir es uns halt einfach. Ob wir es mitfahren können, ist die zweite Frage. Ich habe jetzt einfach mal einen Lotus gekauft. Wird schon kein Fehlkauf sein. So. Können wir hier auch Batman. Oh, das gefällt mir. Oh, das sieht aber auch nicht schlecht aus. Naja, gut. Aber ich glaube, den nehme ich. Das sieht nicht schlecht aus. Ja, ich bin ja so der Schwarz-Grün-Fan. Das ist einfach. Aber sieht geil aus, oder? Ich finde. Ja, das sieht aber auch nicht schlecht aus. Na, das hat natürlich auch was. Und das. Naja, geht schon so, ne? Also. Wobei, das sieht auch nicht schlecht aus hier. Aber komplett schwarz kommen. Ja, hinten grau Übergang. Hat sich das einfallen lassen. Wobei das auch geil ausschaut. Aber ich. Ich neige gerade eher zu dem hier. Was machen wir jetzt auch? Design herunterladen. Wieso muss hier alles heruntergeladen werden? Das ist so schlimm, ne? Da installierst schon ein Spiel mit 50 GB und muss einfach noch immer noch weiter runter. Oh, das war eine geile Entscheidung. Hey, mit Credits kaufen, ja. Will ich aber auch gehofft haben, dass du hier mit Credits das kaufst. Natürlich, pass auf, kann ich jetzt nicht fahren, weil es Fahrstufe B ist. Wenn ich natürlich irgendeinen den D oder so brauche. Das ist der 2005er Lotus Elise 111S. So, wow. Schöne Ankündigung. Sie sind jetzt bereit, an der Serie Superstraßenrennen Herausforderer teilzunehmen. Los geht's. Cool. Super. Freut mich. Fahren wir direkt mal. Das erste Rennen dieser Serie findet ins Glen statt. Eine Strecke, auf der leistungsstarke Wagen einen Vorteil haben, die sich von den Steigungswechseln nicht beeindrucken lassen. Das ist sowas wie unser Auto jetzt quasi. Finde ich natürlich super. Manchmal wieder einen super Kauf gemacht. Einfach mal so spontan aus der Nase gezogen. Einfach mal einen guten Kauf gemacht. Oder? Was soll der halt doch nicht im Auto nehmen, ne? Obwohl, ja gut, ich habe jetzt auch random einfach irgendein Auto genommen, aber habe jetzt einen Glücksgriff gemacht. So, die Ladezeiten sind ein bisschen lang, wenn mich jemand fragt, aber die Quali ist richtig. Boah, das sieht das Auto geil aus. Jeder, also. Forza Motorsport 6 hier. Ist ein realistischer Simulator, der über mehrere Fahrhilfen verfügt, um für jedermann zugänglich zu sein. Im Menü Fahrhilfen können Sie diese Einstellungen anpassen, um den wahren Tiefgang dieses Simulators zu erleben. Sie können alle Fahrhilfen Ihrem gewünschten Fahrspaßerlebnis anpassen. Wenn Sie auf Fahrhilfen verzichten, ist der Wagen schwerer unter Kontrolle zu halten. Aber Sie erhalten nach dem Rennen auch eine größere Auszahlung. Okay, Ideallinie. Bremsen. Aus. Lenkung. Simulation natürlich. Mal mit Kupplung. So und zurückspulen. Auf mal. Ja, individuell.
Giveaway, was haben wir jetzt hier alles? Aktionsveranstaltung. Ja, ist das jetzt erstmal so. Das Lenkung möchte ich alles selber machen. Und so nehmst du es mal bitte jetzt an. In diesem Menü können Sie den Driver-Tar-Schwierigkeitsgrad exakt so einstellen, wie Sie möchten. Bei einem höheren Schwierigkeitsgrad erhöht sich auch Ihre Credits-Belohnung. Wenn Sie eine geringere Schwierigkeit wählen, wird dieser Bonus entsprechend kleiner. Dafür können Sie auch leichter gewinnen. So, was heißt das jetzt hier? Reduzieren Sie die Menge der von Drivatan eingesetzten aggressiven Fahrvermögen einschließlich blockieren und Reifen. Das gefällt mir schon wieder. Da Aggressivität aus dem Rennen raus. Kommen wir mal wieder zu allen Rennen, wenn ihr wisst, was ich meine. So, was haben wir hier für Mods? Kann man hier wieder neue Mods hinzufügen? Können wir hier jetzt noch Mods kaufen? Nein, können wir nicht. Training möchte ich nicht. Ich gehe direkt zur Rennen starten. Mal gucken, ob wir es schaffen oder ob wir es nicht schaffen. Ich bin gespannt. Das sieht schon mal nicht schlecht an, das Auto. Volles Durchdrehen am Anfang. Boah, also gut, da muss man echt ein bisschen hier so mit dem Garten so spielen. Das merkt man schon, ich bin gerade ein bisschen angespannt, weil es ja meine erste Fahrt. Boah, Kunsthilfen und sämtlichen anderen Müll, was da drin war. Und ich muss offen ehrlich zugeben, es ist ein total Plan. Es ist wirklich ein total anderes Fahren. So. Ja, hier fortsetzen, jetzt geht man hier auf die Bremse. Ja, ja. Verliere natürlich dadurch jetzt mehr Plätze wie gerade eben, aber ich scheint es sowieso ein bisschen zu stocken und das Auto zieht natürlich schön in die Richtung, wo es im Dreck drinnen war. So, es kommt natürlich hier wieder ein Auto vorgeschossen. Na, schauen, wie gut wir sind. Boah, das war jetzt unser Glück, dass das Auto da gestanden war. Das Problem ist halt natürlich, das ist halt hier extremst auf Feinheiten ausgelegt. Ja, ich hab schon Angst, auf die Bremse zu zappen, weil die so total bissig ist. Das glaubt man gar nicht, aber wenn du nur ein bisschen auf die Bremse gehst, die beißt so extremst. Ich will nicht auf die Bremse gehen, weil ich so extremst beißt. So ruckartig komplett bremst, bevor du so leicht und zart und wegen länger bremsen willst, dann. Boah. Wow. Sowas kann echt sein, mal so kurz in den Dreck zu kommen. Das ist. Ich will gar nicht richtig auf die Bremse gehen, wenn ich ehrlich sein soll. Ich will das gar nicht so richtig. So. Ich habe mehr Angst davor, auf die Bremse zu gehen, wie Gas zu geben. Das ist, also einfach so extremst überpowered die Bremse ist. Okay, es ist auf jeden Fall erstmal gewöhnungsbedürftig. Oh mein Gott, ein Auto ist schon richtig klein entlegen, Alter. Also Drift ist ja echt in. Das soll jetzt ein Drift-Simulator sein. Das weiß natürlich jeder, dass es hier kein Drift-Simulator sein soll. Oha, wie komme ich jetzt aus diesem Drift raus? Kenne ich bitte jemand? Ich schieße hier mit fast. Ja gut, da müssen wir ein paar Positionen dran schlauben, das ist es. Ne, es sind 11, der ist, sagen wir mal, ist noch verkraftbar. Hey, ich wollte jetzt gerade zurück. Ich bin gerade am Schauen, wo die Schaltung ist. Ah, ich habe es gerade gelesen, es gibt auch noch die Funktion Weiterspulen. Jawohl, und jetzt fahre ich schön Fahrfehler rein. Wo werden dann hier die Schalten? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ne? So, jetzt müssen wir natürlich wieder aggressiv fahren. Oh, wieso fahre ich jedes Mal hier in die Wiese? Ich habe hier sehr. So, jetzt muss ich mich mal ein bisschen konzentrieren hier. Schauen, dass ich hier noch